Zum letzten Spiel dieses Jahres. Ja, Mittwochabend, Augsburg heißt der Gegner, nach dem Spiel in München, wo ich ja auch vor Ort war, deswegen auch da viel zu dem Spiel schon gesagt, natürlich im Spielfazit danach, im Anschluss an ein bisschen Vlog diesmal, viel war ja da nicht, ne, weil ja viele, ja, nicht viele Highlights vom VfB da zur Verfügung standen. Ich glaube, da kann man oder konnte man durchaus ein bisschen enttäuscht sein von der Nummer in München, habe ich glaube auch so zum Ausdruck gebracht, aber auch das zum Ausdruck gebracht, im Großen und Ganzen gibt es keinen Grund, jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, den Teufel an die Wand zu malen oder irgendwie die Mannschaft in Grund und Boden zu reden. Gibt keinen Grund dafür, weil diese Hinrunde, die auch noch nicht ganz abgeschlossen sein wird, ne, eins fehlt noch im Januar dann ein Spiel in Gladbach, aber quasi jetzt ja abgeschlossen wird vor der Winterpause mit Augsburg heute, war so dermaßen überragend gut und so unerwartet überragend gut. Die Jungs haben sich einen unfassbaren Kredit erspielt, finde ich auf jeden Fall. Deswegen auch heute Abend, Augsburg wird alles andere als einfach. So, das war auch schon vor der schweren Phase, sage ich mal, rein anhand der Namen der Clubs, gegen die wir gespielt haben. Ne? Dortmund, Pokal, Leverkusen, Bayern, diese drei am Stück vor allem. Ist also ein bisschen Augsburg hinten runtergefallen noch oder übrig geblieben, jetzt mal ganz böse gesagt. Aber Augsburg, ey, unter dem neuen Trainer, echt stark unter Torup, der auch bei uns mal in Gerüchten war, als, glaube ich, Matarazzo-Nachfolger war es damals noch. In seiner Tabelle quasi, also seitdem eben Torup bei Augsburg ist, müssten die, glaube ich, gleich 4 Punkte geholt haben wie wir, wie der VfB auch. Irgendwie Platz 5 und Platz 6 oder so sind wir da in der Formtabelle. Also Augsburg alles andere als einfach. Klar, jetzt in Bremen verloren, dafür aber einen Punkt gegen Dortmund geholt, davor alles quasi ja ohne Pleite durchgelaufen, also die musst du erstmal knacken heute Abend, aber da bin ich sehr positiv gestimmt, weil ich glaube, die Jungs das können, Augsburg zu knacken heute Abend, plus glaube ich, die Jungs auch gerade nach dem Spiel in München auch nochmal und eben ne, mit der Prämisse letztes Spiel der Saison vor Weihnachten, dies, das, glaube ich, schon auch nochmal für einen richtig schönen Abschluss sorgen wollen, glaube auch selber dafür sorgen wollen, mit der Motivation da rangehen und Augsburg ist schlagbar, ist individuell schlagbar, wird aber ein harter Brocken. Ich gehe da, ja, die wirst du erstmal knacken müssen. Ne? Das ist so wie gegen Bremen vielleicht auch wie gegen Darmstadt, so in die Richtung, so fällt auch mein Tipp aus, ein 3-1, vielleicht gehst du sogar in Rückstand, lange knapp, vielleicht irgendwann fällt es 2-1 und ist 3-1 vielleicht noch per Konter, vielleicht geht es am Ende auch nur 2-1 aus. Also ich glaube, es könnte vielleicht ein bisschen eine zähere und schwierige Nummer werden, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das Ding heute Abend holen. Und dann stehen wir auf was? 34 Punkten, stehen sowieso auf dem Champions-League-Platz, würden Leipzig überholen jetzt noch von Platz 4 auf Platz 3 dann eben, wenn wir heute gewinnen sollten. Was auch noch passiert heute, nochmal auch im Heimspiel, wie in München auch schon, 12 Minuten lang wird geschwiegen, 12. Mann, DFL-Investor, die Thematik, danach wird es, glaube ich, volle Kanne wieder abgehen, hoffentlich, und dann hoffentlich siegreich das Ding zu Ende bringen, diese wunderbare Hinserie zu Ende bringen, in die Winterpause gehen mit dem Sieg gegen Augsburg. Endlich wieder ein Fußballspiel. Stadion, Steckheiler sind eine Tradition. Oh, VfB, solange wir in der Kurve stehen, wird doch deine Fahne weiter weg. Oh, VfB, la 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 la. Oh, ja,
getroffen hat, Alter. Junger Vater. Oh!
für Silas. Beschreib für Silas. Schieß ein Tor. Ja, Abpfiff, oder? Ja. Ist das geil, alles wirklich. 34 Punkte. Immer wieder VfB. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Jahresabschluss und damit ab ins Fazit. Hier vor mir auf dem Handy noch ein paar Notizen gemacht. Natürlich ist erstmal keine Planen da auf der Haupttribüne, ne? Also alles voll bestuhlt. Das heißt, der Plan, dass in der Rückrunde das gesamte Stadion ausverkauft werden kann, scheint wohl zu laufen. Sah auch wieder schön aus dann, so ein komplettes Stadion, sag ich mal. Man merkt auch weiterhin, ne, 12 Minuten, die ersten 12, wie kacke es ist, wenn halt mal keine Stimmung ist. Spiel heute, muss man sagen, war einfach souverän von Minute 1 an eigentlich. Am Anfang, vielleicht auch am Ende, da natürlich auch ein bisschen berechtigter, weil du hast schon 3-0 geführt, aber am Anfang auch ein paar Szenen, wo du schon merkst, dass es auch durchaus manchmal ein schmaler Grat ist zwischen Selbstbewusstsein pur und so ein bisschen Arroganz, ne? So ein paar Hackendinger oder halt den Traumpass noch zu viel gespielt oder sowas, ne?
aber jetzt alles in keinem kritischen Bereich, sage ich mal, nur ist es schon ein bisschen auffällig so langsam, finde ich. Aber wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Geile Eckenvariante zum 1-0, so, hat mich ja auch gewundert, glaube ich, auch mit im Audio drin, glaube ich, dass die flach kommt, kam perfekt, ne, hüpft einmal auf, kommt auf der perfekten Höhe an, Volley, Undav, glaube mit Pfosten noch dabei, Traumtor, wunderschönes Tor zum 1-0. Gyrassi 2-0 vor der Halbzeit, natürlich auch perfekter Zeitpunkt, absoluter Gyrassi-Klassiker, ne. Frei vorm Tor, hat seinen Platz, geht ein bisschen weiter nach rechts, schießt am gegnerischen Keeper vorbei mit gefühlt 180 km/h. Gyrassi Classic, das Tor, richtig geil. Und auf damit dann auch, ne, Tor und Vorlage nach diesem, ja, einfach auch schlechten Abstoß, der dann postwendend zurückkam kurz vor der Halbzeit. Natürlich auch da schon in der Halbzeitpause, natürlich die nach all der Scheiße Gesänge, also auch das schon traumhaft gewesen in der Halbzeit. Danach, zweite Halbzeit anfangen, war direkt natürlich mit Pyro, auch eine geile Aktion, klein und simpel, ne, von hinten angeleuchtet mit dem Pyro, das frohe Weihnachten VfBler war, glaube ich, das, was da drauf stand. Einfach geile Aktion, danach nochmal dickere Pyro-Show, also durch den kompletten Stehbereich. Natürlich kannst du wieder, gibt es ein paar Kritiker davon, von Pyros, und es ist auch sicher nicht alles ganz safe, aber es macht natürlich auch absolut was her, ne? Es sieht einfach geil aus, muss man auch ganz einfach sagen. Auch da ist das ganze Spiel dann natürlich einfach traumhafte Stimmung gewesen. Ein Tor schöner als das andere, also der absolute Weltball, dieser Weltpass von Stiller, dann auf Führig, der es Bock stark macht zum 3-0, da haben wir auch so mit eigentlich die drei Besten auf dem Platz, waren alle stark, ne, aber so die drei Besten, die man, glaube ich, ein bisschen hervorheben kann, sind auf jeden Fall Stiller, Führig und dann eben auch Undav mit Tor und Vorlage, wie gesagt, ab rund um diesem 3-0 auch schon leicht davor, vorm 3-0 war es halt echt gefühlt eine Weihnachtsfeier im Stadion halt, ne, gesungen, ne, gefeiert, Euphorie, hier nach all der Scheiße geht's auf die Reise, dann der nächste Fangesang, hier und oh, wie ist das schön. Es war wirklich eine wunderschöne Stimmung im Stadion, ein richtig schöner Abschluss vom Jahr, natürlich auch mit einem wunderschönen Spiel dazu noch, weil Augsburg hat nicht viel entgegengebracht, so Anfang zweiter Halbzeit haben sie leicht ein bisschen, ja, durften sie ein bisschen machen, waren ein bisschen passiver, glaube den einen Schuss in Nübel dann entschärft, aber sonst fährt noch einen Pfostenschuss aus der Kombi, wo dann Undav am Ende den Pfosten trifft, Zielers, wo er einmal sich durchdribbelt und halt wieder einen Abstoß irgendwie vergisst und das Ding drüber jagt, ein paar Chancen, glaube Karasor mit der Latte nochmal, also hochverdienter 3-0-Sieg, ungefährdet am Ende 34 Punkte. 34 Punkte, ist jetzt schon mal einer mehr als in der gesamten letzten und auch in der gesamten vorletzten Saison. Platz 3, Leipzig überholt, du gehst als Platz 3 nach 16 Spieltagen in die Winterpause. Das ist der komplette Wahnsinn, wir schweben auf Wolke 7, es ist wunderschön einfach. Und auch da muss ich nochmal sagen, nee, bevor ich dazu komme, noch ein anderer Punkt, der mir auch wichtig ist tatsächlich, waren glaube ich 2.500 dabei oder sowas, logischerweise hörst du aus der Kurve die gegnerischen Fans nicht so akustisch, aber man sieht's ja, die haben auch Pyro gezündet, auch mitgemacht bei den 12 Minuten, auch Banner gezeigt, auch so Aktionen, sogar die eine Hälfte von der Kurve hat die Flaggen hoch oder die Schals hoch, danach die andere Hälfte, gesprungen sind sie, also es sah sehr aktiv aus, sehr gut aus, sehr ordentlicher Auftritt von den Augsburg-Fans tatsächlich, fand ich bei uns, wie gesagt, auch ohne, dass es was akustisch bei uns ankommt, das ist aber auch ganz logisch, rein bildlich sah es echt sehr, sehr ordentlich aus, was Augsburg da abgeliefert hat und dann nach dem Spiel wunderschöne Runde, haben dann das Licht runtergedimmt, schön die Lichtereffekte genutzt vom Stadion, sah auch wunderschön aus. Thema Weihnachtsfeiermäßig, ne? Geile Ansprache vom Capo, Top-Ansprache. Auch der Satz ist perfekt, ne? Danke, dass der VfB wieder Spaß macht, ist genau das. Auch da kam endlich Gesänge zu Hoeneß dann auch. Auch bei diesem Spruch von, was hat er gesagt, glaube ich, in Richtung von, dass jetzt alle im Winter zusammenbleiben und sowas, hat er gesagt, wurde auch auf Gyrassi, glaube ich, rangezoomt, der ein bisschen gelächelt hat. Ja, ihr wollt es nicht hören, fand ich auch nett, ihr wollt es nicht hören, weil der VfB will immer am Boden bleiben, ist ja auch absolut richtig so, ihr wollt es nicht hören, danach kam wieder, ne, Europapokalgesänge, einfach geil, wunderschöne letzte Runde ums Stadion, dann auch natürlich die Spieler vor der Kurve gewesen, wie gesagt, die Capo-Ansprache gerade, die Stimmung danach war einfach Euphorie pur, gutes Feeling pur, schöne Stimmung pur, es war einfach geil. Hoeneß dann auch endlich mal rangeholt, der auch mal ein paar Gesänge bekommen für sich dann. Ich weiß, der wirkt schon eher ein bisschen
vielleicht nicht schüchtern, ne, aber der steht meistens dann hinten irgendwo an der Mittellinie und schaut sich's an, wie die Spieler vorne gefeiert werden, wie die Spieler hüpfen, dies, das. Ich glaube, das ist keiner, der sich in den Vordergrund drücken will, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber da haben wir es ein bisschen mal ranbekommen, den Hoeneß, ne, Hoeneß auf den Zaun und sowas, und auch eher schöne Ansprache an die Fans, auch die Stimmung gelobt, hat er auch immer wieder gemacht, seitdem er hier ist. Das merkt man ihm schon an, dass er, glaube ich, den Verein auch sehr, sehr geil findet, so. Und auch er, genau richtiger Satz, ich komme auf den Zaun, wenn wir was erreicht haben. Genau die richtige, ja, Umgehensweise damit, mit den natürlich auch leicht, ne, witzig gemeinten Sprüchen von wegen, komm in die Kurve und komm auf den Zaun und sowas. Genau die richtige Herangehensweise, geiler Spruch, Rückrunde weiter Vollgas geben und ey, dann soll er hochkommen, wenn wir Europa League spielen, wenn wir in Pokalfinale kommen oder sowas, ne, jetzt mal die Träumerei mäßig, dann soll er hochkommen. Einfach ein wirklich sau geiler Abschluss, Emotionen pur, Euphorie pur, richtig schön, Gänsehautmomente dabei gewesen, bei den Ansprachen und sowas, traumhaft gewesen, so ist es noch mit drin, weil ich es auch so krass finde, dass einfach Clubs mittlerweile oder auch Spieler eben dann in dem Sinne, in dem Fall so über uns sprechen. Demirovic-Interview nach dem Spiel, der da sagt, der VfB hat uns hergespielt, das habe ich so noch nie erlebt, noch nicht mal gegen die Bayern habe ich das so erlebt, die haben sich jetzt voll verdient, hier die Stimmung und sowas und bla bla bla. Dass das andere Spieler, ich sag mal auch mehr oder minder, ja, wahrscheinlich gefühlt auch unaufgefordert, so Sachen über uns fallen lassen. Also Respekt da an Demirovic und einfach auch wunderschön, dass einfach sowas über uns gesagt wird. Und ich glaube, mehr habe ich hier auch nicht vor mir stehen, mehr brauche ich nicht zu sagen. Ich glaube, jeder, der heute auch im Stadion war, wird es genauso fühlen wie ich. Es war ein wunderschöner Abend, wirklich ein traumhafter Abend. Winterpause auf Platz 3, Winterpause auf 34 Punkten. Danke an dieses gesamte Team, danke vor allem eben auch ganz vorne raus an Hoeneß, der hier wirklich das Ding komplett umgedreht hat seit April, dass er da ist, uns gerettet hat und jetzt so eine Wahnsinns-Hinserie spielt, mit einem Spiel noch Rest, ne? Aber eine Wahnsinns-Hinserie spielt bis zur Winterpause. Es ist alles wunderschön, deswegen schwelgt gerne auch in Emotionen in den Kommentaren, das ist gerne alles da, was ihr so zum Spiel loswerden wollt. Auch hier nochmal danke an jeden, der dieses Jahr supportet hat, die auf dem Kanal Kommentare dagelassen hat, Abo dagelassen hat, dem die Videos gefallen, dies, das. Macht mir riesen Spaß. Natürlich im Erfolg nochmal ein bisschen schöner als in den letzten Jahren. Abschiedskampf ist ja auch ganz klar. Wunderschön einfach. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.